Ja, ich grüße dich. Schön, dass du auch eingeschaltet hast. Ja, ich habe jetzt mal den mutigen Schritt gewagt. 4K 30 FPS. Ja. Ob die Bildrealität auch so aussehen tut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wird wieder sehr einfach werden. Und ich kann es wirklich nicht wegdiskutieren, dass man hier viele Sachen machen muss. Das ist für mich gar keine Frage. Aber ich finde, dass man in der heutigen Zeit etwas machen könnte. Und ja, ich drehe heute für euch, damit ihr dann für den Werktag etwas habt. Und ich habe auch was, aber das lasse ich zu, weil ich habe nämlich schon einen. Ich habe mir nämlich auch für meinen Schreibtisch einen Tischsauger geholt. Und ich hätte all die auch drauf, das ist Zufall. Und ich finde, das darf in keinen Haushalt fehlen. Aber wir sind jetzt nicht da, um Haushaltsgeräte zu zeigen. Ich bin deswegen da, um euch und auch mit euch ein normales Video zu machen. Ich finde es eigentlich schön, dass ihr alle auch da seid, keine Frage. Aber es gibt Zeiten, wo ich zum Beispiel aus Allergiegründen keine Videos machen kann. Wenn jetzt Pollen und die Rugby oder wie sie nicht alle heißen, anfangen stark zu blühen, dann geht bei mir gar nichts mehr. Und das ist irgendwie auch sehr, sehr traurig. Und man merkt schon wieder, dass die Nase hier wieder anfängt, seinen Dienst zu untersagen. Aber das ist mir in der Sicht egal, weil das Leben geht einfach weiter. Und man muss sich ja nicht zum Idioten oder zum Affen machen. Und ich freue mich überhaupt schon, mit euch in die neue Woche zu starten, auch wenn jetzt Osterwoche ist. Und es muss einfach sein, dass zu Ostern hier noch etwas gemacht werden muss. Und ich bin auch super, super stolz, dass ich mit einer Videokamera mal Videos mache und nicht mit dem Handy. Und es ist einfach wirklich so, wie wenn du jetzt eine 9 oder 1000 Euro Videokamera gekauft hättest, aber bei weitem nicht so, bei weitem weniger wert. Und ich habe mir auch gedacht, wenn ich mal irgendwo alleine spazieren gehe, dass ich auch die Videokamera mal mitnehme. Und ich finde es eigentlich wirklich mega, mega cool, dass man Videokameras hat. Oder Videokamera zumindest.
Ihr wisst ja, es geht nichts über schönere Sachen. Und ja, wir werden schauen, wie der Tag so ist. Aber mehr kann ich definitiv noch nicht sagen dazu. Also, dass meine Nase wieder anfängt zu rebellieren wie ein Teenager. Aber das bin ich ja schon gewohnt, ne? Ja. Was wird so anstehen im Jahr 2024? Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall etwas reisen werde. Dann werde ich, wenn im Markt gute Aktionen sind, wieder ein paar Blu-rays holen. Und ja, dann werde ich auch viel dies und das andere machen. Und ich freue mich ja schon, dass ich mit euch das YouTube-Dings machen darf und so weiter. Aber man muss auch hier bedenken, es wird einfach herrlich. Ich erspähe immer diese Funkuhr, weil die dann in der Woche sich dann zurückstellt, nach vorstellt, pardon, weil die Sommerzeit beginnt. Und ja, das heißt wieder kürzer treten, nicht lang schlafen. Und ihr wisst ja, man kann ja auch etwas kürzer schlafen, aber es fehlt dann die eine Stunde, dann wisst ihr. Aber ja, in dem Sinne möchte ich das mit 4K 30 FPS nicht so überspannen. Ich wünsche euch noch etwas. Also wie gesagt, ich habe das Video am Samstag aufgenommen und ihr werdet es unter der Woche sehen. Danke, ciao.